Herr Dr. Heuer, Sie sind Präsident der Europäischen Investitionsbank. Was macht ihr eigentlich? Die Europäische Investitionsbank ist vor 55 Jahren gegründet worden als die Bank, die für die Mitgliedstaaten der damals in Gründung befindlichen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft langfristige Finanzierung für Infrastrukturprojekte machen sollte. Mittlerweile ist die Bank im Eigentum der 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist bei weitem die größte multilaterale Bank der Welt, sowohl was das Funding angeht, also das Beschaffen von Geld, das holen wir nämlich vom Kapitalmarkt, ungefähr 72 bis 75 Milliarden Euro pro Jahr. Auf der Lending-Seite, auf der Kreditvergabeseite eben auch, wo wir letztes Jahr im Volumen von deutlich über 70 Milliarden Euro Finanzierung gemacht haben für Projekte innerhalb und außerhalb der Europäischen Union. Die Bank finanziert im Großen und Ganzen, kann man sagen, in vier wesentlichen Bereichen heutzutage. Die Dinge haben sich ja gegenüber dieser Gründungszeit sehr verändert. Auch heute ist noch zu einem großen Teil Infrastruktur. Aber Infrastruktur heißt heute nicht nur Straßen- und Eisenbahnbau, das heißt auch Kommunikationstechnologien, Breitbandverkabelung und solche Dinge. Das heißt auch Überlandnetze für Energieversorgung. Das wird im Zusammenhang mit der Energiewende auch in Deutschland zunehmend wichtig und Ähnliches. Das bedeutet, Sie bekommen Geld vom Kapitalmarkt dafür, dass Sie Europa umweltfreundlicher machen? Letztendlich ja. Dass wir in der Lage sind, diejenigen, die die Projekte tragen, zu finanzieren bei Unternehmen, bei denen es darum geht, Europa letztendlich umweltfreundlicher, klimafreundlicher zu machen. Die Klimaziele der Europäischen Union, die ja sehr ambitiös sind, die sind Leitlinie für das, was wir auf diesem Gebiet tun. Der dritte Bereich, um das nochmal zu sagen, ist etwas, an das kein Mensch gedacht hat, als die Bank gegründet worden ist, nämlich ein kleines und mittleres Unternehmen. Damals hätte jeder gesagt, das können die privaten Banken oder die sonstigen Banken erledigen. Aufgrund der Entwicklung des Kapitalmarkts, auch der Bankenregulierung und so weiter, ist das zunehmend schwieriger geworden. Der einzelne kleine Unternehmer hat heute Riesenprobleme, an einen Bankkredit heranzukommen. Und die Beteiligungsfinanzierung, wie sie vielleicht in Amerika selbstverständlich wäre, funktioniert in Europa nicht in dem Maße. Deswegen haben wir mittlerweile im Jahre 2013 für fast 22 Milliarden Euro Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen gemacht und damit insgesamt 230.000 Unternehmen erreicht. Und der vierte Bereich, der mir ganz besonders im Herzen liegt, der wird der Zukunftsbereich sein, ist Innovation. Europa leistet sich gegenwärtig einen großen Rückstand in der Finanzierung von Innovationen. Das kann man ganz allgemein sagen. Das beginnt mit Bildung, wo wir viel zu wenig für ausgeben. Das geht über Wissenschaft, Forschung, Technologie bis hin zur Frage der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkte und Produktionsverfahren. Da wird in den nächsten Jahren noch enorm viel auf uns zukommen, gegenwärtig etwa 17 Milliarden Euro. Beim Thema Innovation, wie steht da Europa da im Vergleich beispielsweise zu Japan oder den USA? Europa hat sich nicht nur seit dem Beginn der Krise 2007 einen Investitionsrückstand eingehandelt, nämlich wir liegen noch heute, 7 Jahre nach Beginn der Krise, 15% unter den Investitionsvolumen von 2007. Nein, darüber hinaus haben wir seit 10 Jahren etwa einen großen Rückstand, was Innovationsfinanzierung angeht. Europa investiert ungefähr 1,9% seines Sozialprodukts für im weitesten Sinne Innovation. Wie viel Japaner oder die? Japan deutlich über 3%, Korea 3,4%, auch die Amerikaner über 3%. Ein solcher Abstand macht bei 1, 2, 3 Jahren nicht so viel aus. Aber wenn man das über 10 Jahre lang so stehen lässt, muss man sich nicht wundern, wenn man in vielen Bereichen bald nicht mehr der technologische Marktführer ist, sondern diese Rolle anderen überlassen muss. Und das ist jetzt schon in vielen Bereichen der Fall. Woran liegt das, dass wir in Europa zu wenig ausgeben für Innovation? Ich glaube, das Bewusstsein für das ganze Thema Bildung, Investitionen in Zukunft, Investitionen auch in Forschung und vor allen Dingen das Übertragen von Forschungsergebnissen in Produkt- und Produktionsverfahren ist bei uns zu schwach ausgeprägt. Wir sollten uns das mehr kosten lassen. Es wird uns eines Tages gut zurückgezahlt. Welche Rolle hat Ihre Bank gespielt bei der Bewältigung der Schuldenkrise in Europa? Naja, die Europäische Investitionsbank ist ja sozusagen der letzte ungehobene Schatz der europäischen Integrationsgeschichte. Kein Mensch kennt sie, sie ist ziemlich unbekannt. Sie ist in den Wäldern von Luxemburg über Jahrzehnte in aller Ruhe gewachsen. Heute ist sie, ohne dass die meisten Politiker das wissen, 2,5-mal so groß wie die Weltbank. Das heißt, es ist von der Volumen her schon mal ein enormes Potenzial da, in einer Krisensituation auch zu helfen. Zweitens hat der Europäische Rat uns ja auch beauftragt, in den schwierigen Situationen auch besonders zuzulegen im Investitionsverhalten. Wir haben in den Krisenjahren das Geschäftsvolumen erheblich ausgeweitet. Und als vor 3 Jahren
zur Erreichung der entsprechenden Kapitalkennziffern das Volumen zurückgefahren werden sollte, hat der Europäische Rat beschlossen, uns eine Kapitalerhöhung zur Verfügung zu stellen, damit wir mehr Geld auf dem Kapitalmarkt holen konnten. Ich glaube, bei aller Wichtigkeit, und daran zweifelt bei uns keiner, an der Notwendigkeit, die Reformprozesse in Europa voranzutreiben, gehört auf der anderen Seite eben auch eine starke Aktivität im Bereich Innovation und Investitionen dazu, um Wachstum und Beschäftigung zu generieren. Und da hat die Bank, glaube ich, schon bei aller Bescheidenheit einen wesentlichen Beitrag zu geleistet. Welche Rolle hat Ihre Bank gespielt bei der Bewältigung der Schuldenkrise in Griechenland? Im Grunde haben sich aus Griechenland alle großen internationalen Banken zurückgezogen, mehr und mehr. Und am Ende sind wir fast als Einzige übrig geblieben. Wir haben in den harten Zeiten Griechenland geholfen, haben den Griechen zur Seite gestanden. Und das hat dazu geführt, dass wir heute mit fast 9% des griechischen Sozialprodukts als Exposure, als ausstehende Summen beteiligt sind. Ich glaube, wir haben einen guten Mix hinbekommen. Wir haben finanziert, insbesondere bei den kleinen und mittleren Unternehmen, die kaum mehr eine Chance gehabt haben, an einen normalen Bankkredit zu kommen. Wir haben im Bereich der Energieprojekte in Griechenland sehr viel gemacht. Und insbesondere haben wir Infrastrukturprojekte wieder zum Laufen gebracht, die im Zuge der Krise völlig eingeschlafen oder eingestellt worden waren. Das sind große Vorhaben, die in Griechenland sowohl eine Verbesserung der Infrastruktur zur Folge haben, als auch unmittelbare Beschäftigungswirkungen. Ist Griechenland über dem Berg? Griechenland ist auf einem sehr guten Wege. Die Entwicklung der letzten Wochen ist positiv, der letzten Monate ist positiv. Allerdings ist der Schuldenstand Griechenlands nach wie vor viel zu hoch. Und deswegen muss sich die griechische Regierung weiterhin sehr, sehr, sehr ambitiöse Ziele setzen. Und ich muss sagen, es ringt mir großen Respekt ab, wenn ich sehe, welche Herausforderungen die griechische Regierung schultern muss. Ich wüsste nicht, ob in Deutschland oder in den anderen Ländern des Nordens diese gewaltigen Opfer der Bevölkerung auch zumutbar gewesen wären, die jetzt dort zustande gekommen sind. Und deswegen sollte man den Griechen wirklich die Chance geben, diesen Prozess jetzt auch erfolgreich zu Ende zu führen. Würden Sie sagen, dass wir in Europa über dem Berg sind, wenn es um die Schuldenkrise geht? Ich bin der Meinung, ja. Ich glaube, die Weichenstellungen, die politischen Entscheidungen zur Gesundung sind vollzogen. Insbesondere deshalb, weil die Konstruktionsmängel, die der Vertrag von Maastricht zweifellos noch hatte, mittlerweile jetzt auch auf die harte Tour, wenn man so will, beseitigt worden sind. Die letzten Entscheidungen zum Thema Fiskalunion und dann Bankenunion, glaube ich, haben diese Lücken geschlossen. Und deswegen, glaube ich, steht von der Solidität der Konstruktion des Europäischen Hauses die Europäische Union heute sehr viel besser da als noch vor wenigen Jahren. Man muss allerdings dazu sagen, man will ja sicher sein, dass das Licht am Ende des Tunnels nicht doch nur der entgegenkommende Zug ist. Das heißt also, es wird abzuwarten sein, wann sich diese zweifellos vorhandenen Erfolge niederschlagen bei Beschäftigung und Wachstum. Es gibt ein Leben nach der Krise, wie das so schön heißt. Die neue Krise, die wir jetzt allerdings haben, die heißt Ukraine. Ist da Ihre Bank auch involviert? Wir sind sehr stark im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik in der Ukraine engagiert. Wir haben ein Volumen von etwas über 2 Milliarden Euro dort gegenwärtig stehen. Unsere Projektpipeline für die nächsten 3 Jahre macht ungefähr 1,5 Milliarden Euro aus. Was finanzieren Sie in der Ukraine? Wir finanzieren sowohl in der Infrastruktur als auch im Bereich von Energie und Energieeffizienz, als auch im Bereich von kleinen und mittleren Unternehmen. Und nachdem der Europäische Rat uns gebeten hat, zu überprüfen, ob wir mehr tun können in der Ukraine, haben wir unsere Projektpipeline nochmal durchforstet und haben gesagt, okay, wir können das wahrscheinlich durch Vorziehen von Projekten auf 3 Milliarden für 3 Jahre ausweiten. Das ist schon ein enormer Anspruch, denn wir vergeben ja kein Geld für irgendeine Budgetfinanzierung oder für irgendeine Liquiditätshilfe, sondern jeder Cent, der von der Europäischen Investitionsbank an ein Mitgliedsland oder an ein Partnerland geht, muss Projekte finanzieren. Diese Projekte müssen bankfähig sein. Der Internationale Währungsfonds hat sich ja in der Ukraine mehrfach die Finger verbrannt, ist jedes Mal rausgegangen und hat gesagt, also hier können wir wenig machen. Weswegen glauben Sie, dass Sie dann erfolgreich sein werden? Weil wir halt Projekte finanzieren und das ist Realwirtschaft. Wir finanzieren nicht irgendwelche windigen Angelegenheiten in der reinen illusionären Finanzwelt, sondern wir finanzieren in reale Projekte und da kann man eben feststellen, ob sie sich rechnen oder nicht. Die Aufgabe des IMF ist sehr, sehr viel schwieriger, muss ich sagen. Sie sind ja ein erfahrener Außenpolitiker. Welchen Rat würden Sie denn jetzt der ukrainischen Regierung geben, wenn Sie ihr jetzt einen Rat geben müssten?
Naja, das ist, also da ist guter Rat teuer, denn ich muss sagen, dass diese Kollegen da jetzt in Kiew stemmen müssen, das ist einfach gigantisch. Sie müssen am Ende ja auch für das, was sie tun, die Mehrheiten der Bevölkerung hinter sich scharen können. Kann denn die ukrainische Wirtschaft überhaupt funktionieren ohne den russischen Absatzmarkt? Alles, was in der Ukraine produziert wird oder ein Großteil dessen, was in der Ukraine produziert wird, ist ja letzten Endes gedacht für Russland. Deswegen müsste man Russland eigentlich damit stärker einbinden. Russland wird aber auf der anderen Seite von vielen Ukrainern, auch vom Westen, als Faktor gesehen, der da eher die Lage destabilisiert. Eine schwierige Situation für die Regierung in Kiew. Nach 1989, im Grunde auch schon unmittelbar vorher, haben nicht nur die wesentlichen Führer der westlichen Staaten, sondern auch Präsident Gorbatschow in der Sowjetunion selber gesehen, dass Stabilität in Europa und friedliche Zusammenarbeit am Ende nur mit Russland und nicht gegen Russland organisiert werden kann. Das wird jetzt getestet. Und deswegen kann man nur hoffen, dass Russland, das ja zweifellos einen eklatanten Völkerrechtsbruch begangen hat, auf diesem Weg nicht weitermacht, sondern sich wieder in diese vertrauensvolle Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit zurückbegibt, bei der Vertrauensbildung wieder möglich ist. Da ist enorm viel verloren gegangen in der letzten Zeit. Und es wäre, glaube ich, gut, sich daran zu erinnern, dass man am besten immer Interessen analysiert. Und die Interessen aller führen eigentlich bei präziser Analyse dazu zu sagen, setzt euch zusammen, verhandelt, macht gute Verträge und organisiert das Zusammenleben konstruktiv und friedlich. Das ist auch der Weg, bei dem die Ukraine am Ende den besten Schnitt macht. Herr Dr. Heuer, danke für das Gespräch. Danke auch.